Nur mal ein kleines Vorwort, ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir schauen bei Illuminati V3, da sind ganz viele alte Sachen. Ob TS-Leaks, Discord-Leaks, alte Hater-Videos, ganz, ganz viel. Also, wenn ihr Bock habt, ich habe euch einfach mal anstatt die Videos jetzt einzeln den Kanal verlinkt, weil da kann man wirklich tausend Sachen anschauen. Deswegen, wenn ihr Bock auf altes Zeug habt und nicht warten wollt, bis es einer von uns Kaspern behandelt in einem Video, schaut gerne rein, ist zum Nebenbei anhören perfekt, erst recht die langen TS-Leaks. Und ja, dann starten wir rein. Ja, meine Leute. Und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Wir werden heute ein paar RBS-Videos anschauen, zwei Stück an der Zahl. Ich denke mal, das sollte eine angenehme Länge sein. Erst einmal damals, vielleicht soll ich den Kontext ein bisschen wiedergeben, oder für Leute, die da damals nicht dabei waren. Super, Moment, muss mal kurz hier mit dem Profi hier wieder, als ich hier live machen, ich das einfach kurz. Naja, auf jeden Fall, wir schauen zuerst die Drachenvlogs, warum Drachen noch weg war. Drachen hatte damals mehrere Kanäle, das wissen einige vielleicht von euch vielleicht. Und zwar, er hatte Drachenlord, Drachenjoker, Drachenbade, Drachen Games und halt Drachenvlog. Das sollten alle gewesen sein. Habe ich es, glaube ich, geschafft. Ja. Das sollten alle gewesen sein. Und ja, das hat er dann irgendwann über den Haufen geworfen, war dann wieder mad, hat dann wieder alles weggeworfen, bla bla bla. Und das zweite Video ist dann der Lügenschatz. Das kennt vielleicht die meisten von euch gar nicht, weil das wirklich alter Tobak ist, 2014 oder so, irgendwas in der Art. Da gab's, ich werde es ein bisschen vorwegnehmen, RBS war in Emskirchen zweimal. Und bei seinem zweiten Besuch, glaube ich, auch schon beim ersten, weiß ich nicht mehr, hat er so eine Kiste gekauft, in so einem Laden da. Hat er so Süßigkeiten halt gemacht und so ein Buch. Immer wenn Hater halt da waren, konnten die sich halt quasi eintragen. Ja, was damit passiert ist, wird er, glaube ich, im Video selbst erklären. Da kommen wir später zu sprechen. Ja. Kommt heute Abend gerne in den Stream. 19:45 bis 20 Uhr ungefähr Start, je nachdem, was der Dicke so macht. Schauen wir mal, was wir dann machen. Und auf dem Discord, ne? Das Übliche, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir starten jetzt mal nach 2 Minuten. Servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf. Ja, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, vielleicht ist es aber auch komplett an euch vorbeigegangen, es gibt keine Drachenvlogs mehr. Ganz in Drachenmanier, aber jetzt erstmal Intro. Wo spielen wir das mal hier? Doch schon ein bisschen länger. So, was ist passiert? In der letzten Woche ist am Montag der Krieg zwischen Drachenlord und Drachenerft ausgebrochen. Drachenerft war ja auch so ein Urhater, ne? Der hat so eine Art Serie über den Drachenlord gemacht. Jetzt nicht so folgenmäßig, sagen wir, sondern er hat einfach seine Videos in Serien eingeteilt. Und von ihm kommt auch das Metal-Musikvideo. Von ihm kommen die Mitten im Leben Sachen. Also, der hat ganz viel gemacht. Er war auch damals bei Rainer. Als Rainer noch nicht wusste, dass er ein Hater ist und hat mit ihm in der Scheune gefeiert und so weiter. Also, der war sehr nah dran. Ich persönlich habe mich darüber sehr gefreut. Zu dem Zeitpunkt gab es zwar auch schon ein paar Hinweise darauf, dass Drachenlord Nervt ein riesengroßer Spassot ist, aber Menschen ändern sich ja. Lel. 2 Tage später, es ist im Krieg noch gar nichts passiert, kommt dann ein Video von Drachenlord Nervt, in dem er so eine dicke Tussi eine Entschuldigung vortragen lässt. Schauspiel-Level 0, Das Video kenne ich leider nicht. Fremdscham-Level, circa Christo-Aggro-Turbo-Totalo. Vielen war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass unserem Drachen bei diesem saftigen Braten das Wasser im Munde zusammenlaufen wird. Und natürlich, ganz Gentleman, nimmt der Drachenlord die Entschuldigung an. Der Krieg, der so aufwendig provoziert worden ist, ist also schon nach knapp 3 Tagen schon wieder vorbei. Dafür schon mal ein richtig großes Lob an Drachenlord Nervt. Drachenvlog Nervt, muss ich eigentlich sagen. Weil die meisten Videos sind von Drachenvlog und nicht Drachenlord. Sorry. Aber dann wird's seltsam. Der Drache eskaliert auf Twitter, beleidigt, betreibt sozusagen virtuelle Randale und schmeißt den Hatern die Prügel raus, wie sie es brauchen. Und beendet diese blutige Nacht dann mit einem schelmischen "War was?" Denn offiziell hat Drache zum Zeitpunkt der Twitter-Eskalation geschlafen. Und als Selbstständiger, lel, schläft man tief und fest. Muss bzw. sollte man eigentlich wissen. Der Tag plätschert also so dahin. Es gibt einen Drachenvlog, in dem ein letztes Video von Ich glaube, an diesem Twitter-Ding so ähnlich erinnere ich mich, glaube ich, sogar. Da hat er wirklich rumgewütet, wirklich rumgewütet. Biblischen Ausmaßes, Punchline-Gewitter über Punchline-Gewitter, wie man so schön sagt.
Und dann hat alles gelöscht und dann einfach geschrieben, ja, war was, ich war gar nicht da, hallo, ist irgendwas passiert? Hat irgendwas gegen mich gesagt, hallo? Und Drachenblock nervt, angekündigt wird. Ja, der Ankündigungslord ist ins Ankündigungsgeschäft eingestiegen und kündigt jetzt auch Videos anderer Kanäle an. Weswegen man schon richtig gespannt darauf ist, was am Abend denn da kommen wird. Und es kommt nur Dreck. Viel mehr als ein Gefühl des, hahaha, wir haben dich voll verarscht, du Blödmann, ist es nämlich nicht geworden. Und das für mich besonders Schlimme war, dass das von einer Anführungszeichen Hashtag whatever Fachfremden vorgetragen wird. War so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man, weil man ja hetero ist, nach Big Dicks Porno sucht und dann die ersten Sekunden eines Gay-Pornos erwischt. Kennt ihr alles sicher, ne? Lel. Jedenfalls war ich zu diesem Zeitpunkt wirklich, erstens, wütend auf Drachenblock nervt, da er den Krieg für so eine peinliche Fremdschamnummer geopfert hat und zweitens traurig darüber, dass man unseren Rainer so vorgeführt hat. Jetzt mal ernsthaft. Ich hätte auch keinen Bock, erst mit so einem Walross skypen zu müssen und mich dann Hashtag Pussy nennen zu lassen. Im BBV hätte es so eine Trollnummer nicht gegeben. Im BBV gibt es sowieso gar nichts mehr. Nicht mal mehr Black-Member-Anzüge. Hehe. Jedenfalls gab es dann gleichzeitig mehrere Entwicklungen. Rainer nimmt einen Vlog auf, in dem er auf diese sogenannte epischste Trollaktion, die ein Lachschonianer jemals gesehen hat, eingehen will. Die Metal-Drachenarmee denkt über einen Gegenschlag nach und Drachenblock nervt. Die Metal-Drachenarmee, ne? Ich meine, früher hießen sie Metal-Drachenarmee, jetzt sind sie Drachis. Ja. Kündigt ein weiteres Video an. Aber eins nach dem anderen. Das Video von Drachenblock nervt ist genauso beschissen wie die beiden Videos davor und wird aufgrund des kurz darauf folgenden Gegenschlags der Metal-Drachenarmee, die haben scheinbar herausgefunden, dass Drachenblock nervt in Wahrheit der Space-Server ist, schnell wieder aus dem Internet entfernt. Der Drachenblock-Nerv-Kanal, seine Twitter- und Lachschon-Accounts verschwinden ebenfalls innerhalb kürzester Zeit ins Nirvana. Rainer, der von dem ganzen Hater-Zeug gar nichts mitbekommt, stellt einen letzten Vlog online, in dem er auf wirklich traurige Art und Weise verkündet, dass es keine Vlogs mehr geben wird. Dass er hier und da ab und zu mal ein kleines bisschen gelogen hat und... Und auch apropos davor, er hat nicht lange aufgehört mit Vlogs, er hat nur diesen Kanal quasi gelöscht, der war glaube ich auch weg. Ich weiß nicht mehr genau, ob er dafür nochmal einen neuen Kanal gemacht hat, aber er hat relativ schnell angefangen, die Vlogs einfach auf den Rano-Account hochzuladen. Quasi, er hat gesagt, jo, nie wieder Vlogs, kein Bock mehr, tschüss, hat den Vlog-Kanal gelöscht und damit Vlogs auf dem Main-Kanal weitergemacht. Ja, ihr seid verwirrt, ich auch. Vielleicht war es ja auch Dachenlords großer Plan, wer weiß das schon. Und der Arbeitspulli eigentlich gar kein Selbstständigkeit-Arbeitspulli war. Und, das Gefühl kennen wir alle, Lel, er von Frau nur verarscht wird. Auch wenn das alles furchtbar schlimm ist, gab es doch ein paar Lichtblicke, die da wären. Das Format Rainers Ecke bleibt. Die Let's-Info-Videos sind jetzt die neuen Vlogs und informieren über die täglichen Ereignisse und bleiben natürlich auch. Fanpost und Hashtag FragDrache-Videos gibt's weiterhin. Time of Metal und alle anderen hochwertigen Formate bleiben ebenfalls erhalten. Außerdem belästigt Bad Driven und Benutzername Sternchen die Drachenlord-Fangemeinde nicht mehr und es wird vermutlich keine weiteren Kriegsopfer auf Hamsterseite mehr geben. Ein teuer erkaufter Frieden, aber letztendlich unvermeidbar, auch wenn das Met-Level bei einigen ins Endlose gestiegen ist. Deshalb noch von mir für euch zur Besänftigung als Hashtag-Schlusswort sozusagen. Ja gut, ich kann's. Damals war, während ich hier was anderes wieder mache, sehe ich das mal kurz. Es gab damals wirklich viele solcher Videos, ne? Weil irgendwie im Drachen-Game ist damals immer irgendwas passiert. Wirklich. Es ist immer wirklich irgendwas passiert. Hoppsala. Ich, ob es jetzt das war, was er erzählt, oder ob Rainer wieder auf seinem Teamsieg irgendwie getollt wurde, ob auf den Forum wie Lachschon und so weiter, was es damals alles gab, irgendwas gemacht wurde. Es gab viele Hater-TS, die ihre eigenen Pläne verfolgt haben, sage ich mal. Wir haben heute wirklich nur diesen Telegram-Account von Schanzenwatch und das ist so, ja, wie soll ich sagen, der Dreh- und Angelpunkt des Games, sage ich einfach mal, ganz grob gesagt. Und damals hattest du wirklich, du hattest Foren im Internet, du hattest Discords, später vielleicht sogar auch noch, du hattest Teamspeak, du hattest vielleicht später auch noch Discords, ich weiß nicht, ob die Zeit noch reingespielt hat. Du hattest wirklich eigene TS, wirklich komplett, es war, überall waren irgendwelche anderen Hater-Bubbles unterwegs. Und natürlich war auch der Content dann dementsprechend Metal-Leute. Sehr inflationär, ne? Weil einfach aus jeder Ecke irgendwie irgendwelche Ideen hatte, die er umgesetzt hat. Und heutzutage ist ja wirklich, muss man sagen, es fühlt sich ein bisschen so an, als würde
die Herrschaft alle auf einen Plan draufgehen, sag ich mal, ne? Weil halt, man hat nur diese paar großen Sammelpunkte, ne? Eigentlich nur diesen einen großen Sammelpunkt. Damals gab es halt sehr, sehr viele kleinere, die alle coole Ideen hatten. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn man sagt, das Game ist ein bisschen ausgelutscht geworden. Kann ich verstehen, kann ich absolut nachvollziehen. Aber kommen wir jetzt mal zu besseren Sachen. Und zwar den Lügenschatz. Servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf. 2016 wird alles anders. Und da 2015 der Lügenschatzjahr verschwunden ist und nur wenige Bilder der Logbucheinträge überliefert wurden, taucht jetzt, also 2016, ein Video von einem Großteil der Einträge auf. Lügenschatz? Was meint der Typ damit? Hat er kein Leben? Für diejenigen, die es nicht abwarten können, der Lügenschatz ist eine kleine, harmlose Holzkiste und beinhaltet ein ebenso harmloses Vokabelheft, in welches sich die Altschauerburg-Pilger eintragen konnten. Gott sei Dank war es einer Gruppe von Ehrenhatern möglich, ein Video zu drehen, bevor, vermutlich wenige Tage später, etwa zur Zeit des Mittwochs, die Kiste von einem einheimischen Holzkopf gestohlen worden ist. Natürlich pilgern die Fans des Drachen wie zu der Zeit vor dem Lügenschatz auch weiterhin zu ihrem Idol, dem Drachenlord. Nur dass sie jetzt, statt einem entspannten Spaziergang durch den Wald zu machen, direkt zur Drachenschanze fahren und sich dort von ihrem YouTube-Star beleidigen lassen. Entschärfung der Belagerungssituation der Burg läuft. Helfen wir, wir sind keine Hater! Wir sind Fans! Ach ja, die Schanze, ne? Die Schanze. Ich meine, wir haben viele Sachen, die heutzutage nicht mehr so wirklich existieren. Nee. Nicht mal wirklich präsent. Die Schanze. Rainer am Wüten in seiner Schanze. Die Fensterscheiben. Ja. Das fehlt mir auch ein bisschen so. Ne? Natürlich, man kann es auf YouTube nicht wirklich besprechen. Die Besuchervideos. Es gab wirklich einmal in der Woche kam mindestens ein Besuchervideo und die waren alle sehr schön. Ach ja. Aber jetzt genug gelabert und euch viel Spaß beim Pause drücken und Entziffern der Einträge. Liebe! Mach die Musik mal aus, komm mal. Musik mach ich mal aus, schauen wir mal, was da so drin steht. Ja, das war einfach der Lügenschatz, ne? Oder was ist das? Irgendwas von denen. Da ist der Lügenschatz. Spürt ihr diese Präsenz? Spürt ihr dieses... Spürt ihr, wie soll ich das sagen, dass Gott in eurer Nähe ist? So, wenn ihr neben so einem heiligen Relikt steht oder so? Ich fühle mich gerade so, ne? Und da war auch ein paar Süßigkeiten, glaube ich, drin. Also RBS hat da alles Mögliche reingestopft. Ganz viele Stifte und so weiter. Da haben auch ganz viele Leute ihren Müll reingeworfen. Ihre Rewe. Ihre Rewe-Kassenbons. Das beweist, dass man sich einen Löschzweig geholt hat oder sowas. McAfee-Codes. War bestimmt ein bisschen eklig, da drin rumzuwühlen, aber irgendwie auch cool. Die Tickets mit dem Zug oder der Bahn oder was auch immer. Symptome sind einfach outed, okay. Okay, das will ich jetzt nicht näher beschreiben, was da gerade war. Machen die auch die Einträge noch? Ja, wenn du Fan des Drachen, des wahren Drachenlord bist, dann lass anderen Grüße da und trag dich ein. Genau, das war halt so der Sinn dieses Buches, ne? Du hast es gefunden und hast halt irgendwas reingeschrieben. Am 13.07.15 war ich hier Regenbogenschaf. Was zum Glück steht das da nicht alles auf Latein, ne? Ist ja bei solchen religiösen Stücken immer so. Anella ist und war nie ein Hater. Ariella, Grüße gehen raus an die Kick-Gruppe. Internet Monarchen, meine Lachschon-Freunde und Rainer Winkler. Hab euch alle lieb, euer Engelchen.
Aha. Der Steppenwolf war auch am Start, sehr schön. Also, Dankeschön. Begrüßt das ganze Internet und allen Drachenfans und Hatern. Reinhard H. und Harald Hader waren hier am 17.07.2015. Grüße an Loch ist Loch, RBS und Drachelülü. PS Rainer war nicht arbeiten zur Mittagszeit Lell. Er hat unser Regenbogenschaf für die. Da steht da Alire? Alure? Keine Ahnung, dem Lord würdige Pilgerstätte Hader. Grüße an alle Pilger und er hat unser Schaf. Grüße eure Oka, Baka, Lülü. PS Rainer ist nicht zu Hause, er ist arbeiten. Die Spende ist wieder scharf. Hat er bestimmt bekommen. Ist wahrscheinlich nicht. Also das Buch sehe ich aber auch zum ersten Mal. Ja, komm, mach weiter bitte, komm. Die Leute können Stopp drücken. Elsewolf, der Rainer schmeißt euch allen die Prügel raus. Hashtag NoHateLüli, 18.07. Novik grüßt nach einer gruseligen Begegnung mit dem Lord. Haben wir unser Ziel erreicht? Die Flagge ist platziert. Meint er die Lügenlord-Flagge auf seinem Zaun oder die ABS-Flagge? Ich kann zeitlich da nicht so einordnen. Es grüßt der Dr. Volker von YouTube. Lasst euch nicht zu sehr die Brücken aufschmeißen. Hab dich lieb. Cocky. Deutschland. Hatte ja diese Schrift manchmal, ne? Ich bin aber auch sehr schlecht im Schriftlesen, also ist wahrscheinlich immer die Schuld deren Leuten. Das sind der Leute. Grüße gehen raus an Creeper Darkos, Maurits Eskalat und RBS. Bitte haten Sie hart, Böller für die Hater, weiter als breitsamer, Lord, wir lieben dich. Das verdeckt er mit der Hand. Grüße alle Hater und Fans. Mogelot. Boah, das muss ich erstmal hier da. Boah, das kann man nicht lesen. Ah, ich glaube, so geht's. Also, links kein Plan. In der Namensliste. Grüße gehen raus an alle Drachen, Lord Hader. Wir hinterlassen dem Lord eine Pfandmarke wahrscheinlich. Und eine hässliche und eine schöne Kippe. Dankeschön. Hat Rainer bestimmt gefreut. Rainer war zu Hause, wir haben ihn wach geklingelt. Leider zieht er jetzt den Schlussstrich und hält gerne Audienzen und hält keine Audienzen mehr. Laut den Nachbarn arbeitet er gar nicht. Lel, Lügenlord, aber was wissen die Hader schon? Scheiß Hader. Dann irgendwas da unten. Ja, ein paar künstlerische Untermalungen. General des Medel. General des Medel war hier. Voll und Hader niemals Knie und Demo zeigen. Willst du Rainer sehr erzürnen, musst du die Drachenmauer stürmen. Jetzt 10 Meter Umkreis um die Marke. Schönes Bild. Metal, Leute. Aber vor allem, viele Leute da waren. Ne? Das ist so schlimm, wie viele Leute einfach da waren, den Lügenschatz gesucht haben, was reingeschrieben haben und den Lügenschatz nicht zerstört haben. Es ist auch ehrenvolle Pilgerstätte, der Hader besucht. Als nächstes geht zum Drachen. Entweder er schmeißt uns die Brügge raus oder wir bekommen in Lügdram, keine Ahnung, wir grüßen alle Fans und Hader. Das Pferd Blue. Grüße an Bernd, lach schon Kaspar ins Glas. In freudiger Erwartung von in Form von Karl Brügel. Tja. Das ist hier gar nicht der Rechtsversuch, ist gar nicht erst. Mehr Leute, den langen Weg haben nun auch wir auf uns genommen.
durch die wunderschöne Landschaft der Drachenberge. Grüße an das Regenbogenschaf. Ganz viel Liebe und Zufriedenheit für euch. Peace, Love and Harmony, bla bla bla. Metal, Leute, mich interessiert. Nach intensiver Suche habe auch ich diesen Schatz gefunden. Ich muss sagen, hat sich gelohnt. Das einzige Problem, ich bin zu unkreativ, um hier irgendwas Sinnvolles reinzuschreiben, aber ich glaube, den Großteil der Hater und Trolle geht es genauso in diesem Sinne. Metal. Ich weiß auch nicht, was ich reinschauen soll. Grüße irgendwen. Hier wird nicht gegrüßt. Willst du... Das versuche ich gar nicht erst zu lesen. Das Schreibschrift. Melo Etzler ist das Blabla. Nachdem wir den Altschauerberg mit geschmeidigen 60 km/h hochgesprintet sind, mussten wir leider feststellen, dass der Lord dem Lügenschatz Nummer 2 den Bannhammer ausgeschmaust hat. Dafür ist der Schafschatz unbesiegt. Ja, Reinhard hat die Dinger halt irgendwann geholt, ist klar, ne? Also zum Geburtstag, zum Beta bekommst du einen Stacker und Maustain Dance. Grüße aus München. Grüße zurück. Noch irgendwas? Leider haben wir uns verpasst. Sehr schade. Ja gut. Dann kommt nichts mehr. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr reingeschrieben hättet. Ich wüsste gar nicht, was hätte ich denn reingeschrieben. Boah, ich glaube irgendeine Scheiße. Irgendwas komplett Unlustiges, wo ich mich wahrscheinlich kaputt gelacht habe beim Schreiben. Aber sonst niemand. Naja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn mich sehr interessiert, was ihr reinschauen würdet. Das war mal wieder so eine kleine Reise in die Vergangenheit, als das Game doch wirklich sehr gut war. Ich verstehe die Kritik, dass Leute sagen, es ist langweilig geworden. Wenn man so vergleicht, ist es das auch. Aber ja, es kommen bessere Zeiten, hoffe ich doch. Also mehr Kickstreams. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ist ein bisschen länger geworden, tut mir sehr leid. Aber den Lügenschatz muss man einfach würdigen. Dann würde ich sagen, Metal off. Und wir sehen uns im Stream, Discord, nächsten Video irgendwo. Warte rein.